Why, Jay? Why'd you do it? Why did you and Finn turn on Buzz? Well, it's simple. There would be no Buzz if it wasn't for me and Finn. He wouldn't have achieved anything without us. When he was on SmackDown, he used me to get to the top. He didn't beat Nakamura in the Dome in Japan. He stole it from me. He didn't beat John Cena in a submission match. He used the calf crusher that he begged me to teach him. Then when he came to Raw, he was lost without AJ. So he became my burden. I had to bail him out week after week. And I was the reason he found his inner demon. He would have never gotten past Bray Wyatt, let alone beat Braun Strowman for the Universal title if it wasn't for me. But did I get any credit? No. Then we put everything aside to help him take on Evolution, and what do we get in return? Nothing. Do you see a trend here? It's always about Buzz. He gets the spotlight. He gets the credit. He gets the title shot. Not us. He was never going to give us anything, so we had to take it. Buzz, people love to rattle off all your so-called accomplishments and talk about how you have had the fastest rise in history to the top of WWE. Well, your biggest accomplishment is still to come when you main event WrestleMania and you lose to the phenomenal AJ Styles. And this time, there is no one to bail you out. You're all on your own. Yeah, the only friend he still has had his brain scrambled by Bray Wyatt and hasn't been seen since. So I don't think he'll be much help. No, he won't. Now, with that being said, I kind of figured that you people might not understand why we did what we did. So I arranged a very special guest tonight who can attest to everything I just said. Because Buzz selfishly used him to get to the top just like he did to us. So let's bring him out here. Ladies and gentlemen, Buzz's former mentor, Baron Blade. I don't think AJ Styles could get any lower after what he did to Buzz, but he somehow has by bringing out Baron Blade. We haven't seen or heard anything from him since he was revealed as the masked attacker in the match against Buzz in NXT. I wouldn't have shown my face anywhere after that either. He certainly looks like he's had a rough year. I think that's just how he looks. Thanks for coming out here tonight, Baron. Can you tell everyone how Buzz used you to get to the top? Then he left you a broken man. I mean, he cost you everything, didn't he? No one will work with you anymore. You've lost your indie promotion, your house. All because of Buzz. That's not exactly how everything went down, AJ. I was the one who attacked Buzz after his tryout match and cost him his shot at WWE. None of that other stuff would have happened if I hadn't done that. Hold on. What are you saying? Don't you want to talk about all the terrible things Buzz did to you? I mean, how he left your life in shambles? I'm sorry, but I can't stand out here and bury my former protege. Not a day goes by where I don't wish that I could take back my actions, and honestly, I deserve everything that's happened to me because of it. I didn't buy you a plane ticket so you could come out here and tell everyone how great Buzz is. This wasn't the deal we had. If I had told you how I really felt, I would have never gotten this opportunity to speak the truth. What you and Finn Balor did to Buzz was far worse than anything I did. At least I had good intentions. So I just want to say I couldn't be prouder of everything Buzz has accomplished. And I can't wait to see him beat you at WrestleMania and take back his Universal title. I think I've heard just about enough out of you. Yeah.
AJ and Finn Balor are attacking a defenseless Baron Blade. No matter how you feel about Baron, this is bad. He's helpless. AJ's going to break Baron's ankle with the calf crusher. Somebody's got to do something. Oh, there's somebody I was not expecting to do something. Maybe there's hope for these two after all. Wir vergeben ihm. Und damit, hallo meine Freunde, willkommen zu einer weiteren Episode WWE 2K19. Ich zeige meine Kamera, beziehungsweise meine Fresse durch die Kamera jetzt nicht. Wir vergeben ihm einfach so. I never thought we'd see this. Hey, it takes a big man to forgive something like that. Nor a foolish man. How long until Baron turns on him again? You might be wondering why Finn is out here with a gift. Well, it's not for me. It's actually for someone we had some battles with recently. No, it's not for Buzz either. His gift is coming at WrestleMania when I give him the gift of defeat. This present is actually for Triple H. So Triple H, if you wouldn't mind, come on out here so we can give this to you. What could this possibly be all about? I know it's not a birthday gift. Triple H's birthday is in July. Why would you know that? I'm a historian. Das sieht alles nach einem Schiri-Trikot aus. Also wahrscheinlich wird Triple H der Schiedsrichter sein bei unserem Match gegen AJ Styles. I just want to say, we may have had some differences recently. But that was due to being caught up in Buzz's selfishness. We have clear heads now, right, Finn? Much clearer. So just to make sure we're cool, we got you this gift. Go ahead, take it. They got him a referee shirt? We even cut off the sleeves so you can show off your guns. What's this all about? Well, we were thinking. Since you really don't like Buzz, and we're positive you want to do everything in your power to guarantee he doesn't get the Universal title, you could be the special guest referee at WrestleMania. So what do you think? I think that's a great idea. All right. Yes. You gotta be kidding me. The match at WrestleMania is essentially now going to be 3-on-1. You think Buzz is out here to forfeit the WrestleMania match? No way. It must look pretty bad for me right now, huh? Like I've got no chance with Finn Balor on the outside and with Triple H on the inside? Well, that's where you're wrong. Because at WrestleMania, I'm not going to be on my own. I'm going to have someone in my corner to even the odds, to watch my back. And that man is Baron Blade. Okay, now Buzz at least has a chance. Yeah, if you can trust Baron, because if he can, it'll end up being 4-on-1 at WrestleMania. This is it, Buzz. You ready? Yeah. Other than some nerves, I've wrestled on some big shows this past year, but never in front of this many people. Hey, what did I tell you when you were nervous before your WWE tryout? All that matters is the ring's the same size. Exactly! You remembered! Any other advice for me? No, I mean, the only thing I have left to say is... thanks. For what? For everything. For forgiving me, for letting me back into your life. Look, we don't need to get into all that right now, Baron.
All that's in the past. I know, but if it wasn't for our past, we wouldn't be here tonight. And it's unbelievable that we are. I'll be honest, when you first got to my wrestling school, I didn't think you would amount to very much at all. Thanks. But you worked hard and proved me wrong. And after your dad, well, I made it my mission to help you realize your potential. I just got too wrapped up in everything, and your dreams became my dreams, and I started living through you instead of for you. But this is your night tonight. This is about your boyhood dream, and I will do everything in my power to help make that dream a reality. That really means a lot. But seriously, let's save any tears for after I win my title back, okay? Okay, deal. Hey, how about a BCW handshake for old time's sake? I don't know if I remember how to do it. I bet you do. Tonight at WrestleMania, Buzz steps onto the grandest stage of them all to try to regain his Universal title. But he won't be doing it alone. He'll have his mentor, some would even say his father figure, Baron Blade, at his side. You left out Turncoat, Cole. This is Baron's second chance to show his true colors, Corey. As far as I'm concerned, he only has one true color, yellow. Und damit, hi, meine Freunde, willkommen zu WrestleMania. The following contest is scheduled for one fall and is for the Universal WWE Championship. Universal Championship. Yes, baby. Woo! Da sind wir. Vielleicht das letzte Mal. Ich denke mal, der Karrieremodus hier wird alles klar. Er wird nach dem Video, nach dem Kampf zu Ende sein. Ich weiß es nicht, aber was soll es noch Besseres geben, als den Titel hier nochmal zu holen bei der WrestleMania. Aber geil, dass wir mit dem Auto vorfahren. Sieht zwar ein bisschen schäbig aus, das Ding, aber man kann alles reparieren. Gamepad Hero und Baron Blade. Ja, Mann. Und der Van natürlich. Der Van, er darf nicht fehlen. Aber ich würde sagen, springen wir einfach mal direkt in den Kampf. Germany, weighing in at es kann losgehen, meine Damen und Herren. Baron Blade und Finn Balor sind beide am Start. Wir sollen ihn erstmal in den gelben Bereich bringen. Jetzt haben wir ihn gleich im gelben Bereich. Währenddessen haben wir seinen Schädel komplett demoliert. Und jetzt schauen wir mal, was hier passiert. Ich wette mit dir, irgendjemand müsste sich ein. Ja, klar. Jawohl, Baron! Jawohl! Blade with the Equalizer! Ja, wir müssen den Kampf jetzt hier über Pinfall oder Submission gewinnen. Ich wette mit euch, wenn ich anfange zu pinnen, wird Triple H sehr, sehr langsam zählen. Aber wir haben hier alles im Griff. Unsere Anzeige ist noch fast komplett grün und AJ Styles ist schon im letzten roten Eck. Wir haben den Finisher. Aber den spare ich mir noch ein bisschen. Und jetzt theoretisch könnten wir den Kampf schon beenden. Wir haben einen Signature und dann, wenn der durchkommt, haben wir zwei Finisher. Und da kommt der Signature durch. Der Signature kommt durch. Er kriegt noch eine Faust. Vielleicht blutet er jetzt sogar gleich, weil er ziemlich viele Schläge auf den Kopf kassiert. Und boom, und er blutet tatsächlich. Meine Damen und Herren, können wir den Kampf jetzt schon beenden mit diesem Finisher? Er wird den Boden küssen. Er wird ihn küssen. Und jetzt bin ich gespannt. Triple H, komm, pin mal. Aber er pinnt gar nicht. Finn Balor, du blöder Penner. Dann hauen wir halt den zweiten Finisher raus. Dann kommt da noch der zweite Finisher. Den konnte er bestimmt. Achtung. Jawohl, er konnte ihn. War klar. No superstar worth his salt ever does. AJ oh ne, oh ne, oh ne, hallo, Rope Break. Jawohl. Aber er hat noch den Finisher. AJ Styles just shifted the top. Ugly downward spiral. Oh oh, AJ Styles mit dem Finisher. Und er kommt durch. Er kommt durch und er geht direkt in den Pin über.
Aber wir kommen sofort raus bei Anderson. AJ Styles hat wahrscheinlich keine Ideen mehr, wie er diesen Kampf hier beenden soll. Wir haben auch schon wieder einen Signature-Move. Aber er will erstmal ein Comeback ansetzen. Und das schafft er. Aber wir blocken es ab mit einem Body Slam hier. Und es wird Zeit für den Signature. Für Suplex City, aber er kontert. Und er haut wieder den Comeback raus. Und wir kontern es schon wieder. Oh nein. Das ist wieder Rope Break, jawohl. Jetzt aber, unser Signature muss kommen. Und er muss sitzen. Suplex City landet! Einmal! Und nochmal! Und einmal geht noch. Jawollo! So. Zeit für den Pin. The champ looks absolutely out of it right now. That one was even more impressive than the first time we saw it. Can he do it here? 2 und er kommt raus. Dann muss halt noch ein Pin her. Ein Pin, sag ich schon. Ein Finisher. Den gibt's jetzt. Den geladenen Finisher. AJ Styles hat zwar auch noch ein. Und unserer kommt durch. Küsst den Boden, AJ Styles. Boom. Jetzt kommt bestimmt wieder Finn Balor dazwischen. Nein, er kommt nicht dazwischen. 2 und 3. Das ist der Sieg. Das war's schon. Das ist der Sieg über AJ Styles. Wir haben den Titel wieder zurückgeholt. Oh mein Gott, wie geil ist das denn? Oh mein Gott. Night long. One of the great WWE matches I've ever been able to watch. He did it! He did it! Against all odds, he's risen from the ashes to regain his Universal title. Enjoy this moment, Buzz, because your dreams are now a reality. Respect from Triple H. We have truly seen it all. I think I'm gonna be sick. I know I've been critical of him in the past, but he earned every bit of this tonight through hard work and perseverance. Congratulations, Buzz. Und das scheint es tatsächlich gewesen zu sein mit dem Karrieremodus von WWE 2K19. Wir sehen hier nochmal in Bildern, was alles passiert ist. Ja, das war Braun Strowman. Da hatten wir den Vertrag für NXT gekriegt. Und da wurden wir dann von Baron Blade zusammengeschlagen. Also, es war schon eine geile Karriere. Black Hole Cole werden wir natürlich auch nicht vergessen. Ich finde es ein bisschen schade, dass Cole Quinn jetzt gegen Ende nochmal so relativ kaum eine Rolle mehr gespielt hat, außer eben noch kurz bei Bray Wyatt und ansonsten eigentlich gar nicht mehr wirklich. Ich hätte es cool gefunden, wenn wir statt Baron Blade noch zusätzlich oder stattdessen Cole Quinn noch gekriegt hätten als Teamkollegen wie AJ Styles, Finn Balor. Aber ja, es hat auf jeden Fall enorm viel Spaß gemacht. Also ich fand es richtig, richtig geil. Es hat richtig, richtig Bock gemacht. War vielleicht ein bisschen kurz, aber man kann es nicht beklagen. Es war von Anfang bis Ende spannend, hat Spaß gemacht, hatte viele Wendungen. Und dann ist es mir auch egal, ob das Ding jetzt kurz oder lang ist. Es kann auch kurz sein, aber wenn es mich dafür durchgehend unterhält, ist mir das viel mehr wert wie ein Spiel, wo zwar seine 25 Stunden hat, aber einfach 5 Stunden davon
sich mega ziehen oder sowas. Also dieser Karrieremodus und diese Story hier, die war wirklich, wirklich cool. Hat enorm viel Spaß gemacht. Richtig coole, schöne Zwischensequenzen. Klar, wir hätten noch die ganzen Nebenmatches machen können, dann hätten wir den Karrieremodus auch nochmal auf 2-3 Stunden länger ziehen können, aber das fand ich nicht interessant. Ich habe mich hauptsächlich auf die Hauptstory fokussiert und habe es nicht bereut. Es war richtig geil. Also für jeden Fan, der hier WWE 2K oder generell WWE-Fan ist, der hat hier auf jeden Fall etwas, womit man viel Spaß haben kann. Ich finde auch diese Bilder hier im Rückblick immer schön. Da sehen wir auch unsere alten Klamotten, die einzelnen Gespräche dann mit John Cena und bla bla. Also es war echt cool. Ich müsste mal wieder anfangen, WWE zu schauen. Ohne Witz. Durch diesen Karrieremodus habe ich wieder richtig Bock gekriegt, die WWE zu verfolgen. Ich habe mal vor 2 Jahren oder so mal wieder aktiv geguckt und dann irgendwann nicht mehr. Es ist ein bisschen verloren einfach. Aber dadurch habe ich doch schon wieder Bock drauf. Und das war legendär hier mit unseren 2 Titeln, wo wir dann einfach unseren eigenen behalten haben. Diese Bray Wyatt-Phase da, das war auch nochmal ein Ding für sich, ey. Das war echt krass. Mit Cole Quinn da. Ja. Und das war auch cool. Mit Matt Hardy komplett von der Spur ist. Und da haben wir dann Cole Quinn im Prinzip gerettet. Aber es war geil. Es war echt geil. Hat enorm Spaß gemacht. Ich weiß auch gar nicht mehr, was ich sagen soll. Es hat einfach Bock gemacht. Da haben wir den Universal Titel das erste Mal gewonnen gegen Braun Strowman und 4 weitere. Im Elimination Chamber. Ja. Es war geil. Ich weiß nicht, ob ich den jetzt nochmal spielen würde. Ich glaube nicht, weil man kennt ja die kompletten Wendungen und was passiert jetzt und was jetzt. Also, schwierig zu sagen. Aber für das eine Mal, wer es noch nicht gespielt hat, ein WWE-Fan ist, dem kennt das auf jeden Fall ans Herz. Auch wenn ihr das jetzt hier mit mir durchgemacht habt, ist natürlich blöd, ihr kennt es natürlich schon alles. Aber ja, es lohnt sich auf jeden Fall. Das ist das Abschlussbild hier. Geil. Einfach geil. Kapitel 14, es hat 14 Kapitel insgesamt. Das war das letzte. Und ja, es hat Bock gemacht. Es hat wirklich, wirklich Bock gemacht. Ich weiß auch nicht mehr, was ich großartig sagen soll. Was passiert denn jetzt überhaupt noch? Meine Karriere abgeschlossen. Glückwunsch, du hast die Hauptgeschichte für meine Karriere abgeschlossen. Von hier an kannst du dich weiter an Nebenmatches suchen, um weitere Belohnungen zu erhalten. Okay, wir können auch mal mit Kurt Angle sprechen. Aber was ich witzig finde, wir sind durch die ganze Karriere nur auf eine 59 gekommen. Wahrscheinlich deswegen, weil diese Karriere einfach ein Open End hat und wir uns weiter und weiter und weiter verbessern können. Gratulation zur Wiederlangung des Universal Titles bei WrestleMania. Aber jetzt beginnt er echt dabei, seine Verteidigung. Ich habe vorher mein längeres Titel festgehalten, als ich es beim ersten Mal tat, als ich Champion war. Jede Herausforderung wird angenommen. Ich mag deine Einstellung, doch deine ersten Titelentscheidung steht schon fest, dass AJ Styles um einen Rückkampf bei Backlash gebeten hat. Aber ich will dem WWE-Universum etwas anderes bieten, als es bei WrestleMania gesehen hat. Und weil du der Champion bist, dachte ich, ich lasse dich die Matchart auswählen. Also was soll's werden? Gute Frage. Ein TLC-Match, komm. Mir wäre es lieber, als AJ Styles mit Zwischenleitern und Schülern zu eliminieren. AJ Styles. Du hattest Glück bei WrestleMania, aber deine Glücksstrenne werden nicht ewig Glück. Wir haben uns auf 2 Matches gegenübergestanden und ich habe beide gewonnen. The face runs the place to jump who's in a slump. Okay. Zum Pay-Per-View. Also wir können jetzt direkt zu Backlash, um den Rückkampf zu machen. Soll ich den noch dranhängen? Ach komm, den hänge ich auch noch dran. So, der Kampf kann starten um den Universal Championship. Ich hab Bock. Und da oben hängt er. Wir müssen also mit der Leiter da hoch, um ihn uns zu holen. Wie ihr seht, es gibt keine Regel mehr. Also, wenn wir den jetzt verlieren, ist er weg. Und wir müssen uns ihn irgendwie wiederholen. Aber ich will den natürlich verteidigen gegen AJ Styles. Ganz klar. Ich habe 2 Mal gegen ihn gekämpft. Beide Kämpfe haben wir gewonnen. Und auch dieser hier soll zu unseren Gunsten enden. Winning, you can bet one of your opponents will make you think otherwise. Come with AJ, come. They're not gonna just sit there and let you win. So, I don't think so. This is Zeit für einen Oh mein Gott Moment. Der Oh mein Gott Moment kommt. Wir hätten sonst noch ein Signature im Angebot. Das muss einfach der Sieg sein. Und hier kommt
sein Ende. The human body can only absorb so much of that. This is awesome. AJ's in big trouble now. Did you guys feel that too? Oh Gott, wie langsam. Junge, gib Gas. Und AJ steht schon wieder auf. It may look like this match is over right now, but let me assure you, climbing that ladder at this point is no easy task. Oh ja. Oh ja. Oh nein, komm schon. Your odds of winning absolutely increase. Ja, wir haben ihn. Wir haben den Titel geholt. Jawohl. Das ist die Verteidigung. AJ Styles kann nur noch zuschauen. Das war ein knappes Ding. Aber wir haben es geschafft. Es ist unser Ding. Unser Titel. So, und jetzt haben wir die Möglichkeit, uns einen von den drei auszusuchen, gegen wie die einfach so kämpfen können, oder gegen mit Kurt Angle können wir dann ausmachen, was für einen Kampf wir sonst so wollen. Wer ist denn No Way Jose? Nie gehört. Auf jeden Fall verabschiede ich mich mal. Wenn ihr mehr davon sehen möchtet, dann könnt ihr es auf jeden Fall in die Kommentare schreiben oder einfach einen Daumen nach oben da lassen. Dann werde ich auf jeden Fall mehr Karriere bringen, auch wenn die Story im Prinzip vorbei ist, aber klar, wir können ja immer noch unseren Titel verteidigen und ein paar geile Matches abliefern. Wir sehen uns auf jeden Fall. Bis zum nächsten Mal, bis zum anderen Video, bis wohin auch immer. Adios.